Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Träumen gewesen, aber ich glaube, das kann man mir nicht verübeln, denn ich habe jetzt das hier bekommen. Bisschen groß. Die Gandalf. Meine erste Herr der Ringe-Pfeife. Und es ist einfach nur herrlich, mit dieser Pfeife rauchen zu können, ein bisschen vor sich her zu träumen. Und ein bisschen sich wie Gandalf fühlen. Es ist echt unglaublich. Also ich liebe diese Pfeife und es hat mich ein bisschen Wahnsinn und noch ein bisschen mehr Geld gekostet, aber nach meinem Geburtstag und halt der kleinen Finanzspritze konnte ich sie mir endlich holen. Und ich bereue es nicht, auf keinen Fall. Es ist eine wunderbare Pfeife. Aber es soll nicht weiter um die Gandalf gehen, sondern ich möchte euch heute jemanden vorstellen, und zwar den Bernhard. Das ist natürlich Unsinn. Es geht heute um den Kollegen hier, den Sankt Bernhard von DTN. Ja, es war mehr so Zufall, dass ich mir den geholt habe. War versteckt in einem der unteren Reihen. Und halt durch seine schlichte Aufmachung habe ich gedacht, oh komm, vielleicht steckt da was hinter, was mich überraschen könnte, im positiven Sinne. Und genau das hat er auch gemacht. Als ich zu Hause angekommen bin, habe ich natürlich erstmal dran gerochen und der St. Bernhard, der riecht schon direkt am Anfang so, also etwas stärker nach Tabak, aber dann halt auch direkt daneben in gleicher Stärke so ein Rum-Rosinen-Aroma, der aber nur von dem Tabak herauskommt. Er soll ja angeblich aromatisiert sein. Ich finde, dass man das nicht so rausriecht. Diese Aromen sind irgendwie ja sehr tabakecht, würde ich sagen. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Ja, vom Tabakbild war etwas überraschend. Ist ein Flake. Und zu Anfang hat. Na, jetzt geht's zu. War etwas zusammengepappt. Also querbeet und die einzelnen Flakes, wenn man die rausnehmen will, die sind auch nicht nur angepappt, die sind aber dann sehr lose. Also wenn man die rausruft, die fallen auseinander. Und halt auch sehr butterig. Aber seht selbst. Also habe ich ihn direkt in meine Pfeife gestopft. Und angezündet, und ich muss sagen, das ist ein ganz normaler Tabak. Er brennt jetzt nicht so schnell an, aber auch nicht so langsam und weder kompliziert noch unkompliziert, also was ganz Normales. Der sticht da in keinster Weise jetzt hervor. Direkt nach dem Anzünden kommt einem schon dieser starke Charakter rüber. Also, Tabak hat an sich einen sehr starken Eigenaroma. Und das Aroma, was beigefügt worden ist, also dieses bisschen Rumrosine, also ich kann es nicht sagen, ob es wirklich ein Aroma ist. Es heißt in manchen Foren, es wären Aromen, aber zu Anfang ist mir gar nicht erst aufgefallen. Denn es ergänzt sich prima zum Tabak. Es passt zu dem, es ist wirklich tabakecht, dieses Aroma. Und das schmeckt man beim Rauchen. Es ergänzt sich prima. Es ist wirklich richtiger, schöner Tabakgeschmack. Aber was diesen Tabak auch so schön macht, das macht ihn auch gleichzeitig kräftig, denn er hat extrem viel Nikotin. Und das habe ich dann schon gemerkt nach ungefähr 30 Minuten Pfeife rauchen von diesem Kopf. Und mir brannten schon das Zahnfleisch. Und deswegen würde ich auch sagen, dass es kein Tabak für Anfänger ist. Auch so gut wie er schmeckt, er ist schon etwas heftiger vom Nikotingehalt her. Und jemand, der Nikotin jetzt auch von Zigaretten oder Ähnlichem nicht gewohnt ist, der sollte erstmal mit was anderem anfangen, wenn er jetzt nicht
sich alles verbrennen möchte im Mund. Also es ist dann schon unangenehm. Und auch die Zunge ist ein bisschen rau bei dem. Also es raucht ein bisschen auf. Das ist mir schon sehr aufgefallen. Als Tipp, den ich auch geben kann bei diesem Tabak, ist, dass man ihn möglichst in einem kleinen Kopf raucht. Also da hat er mir am besten geschmeckt bisher und war am wenigsten kräftig. Bei den großen Köpfen war es schon nicht mehr so toll. Am Ende hin, wenn man den raucht, da kommt das Problem, dass er dann doch stark verliert. Er ist wirklich super, er ist ein sehr, sehr toller Tabak, ich liebe ihn. Ich würde ihn auch immer wieder kaufen. Nur zum Ende hin, da denkt man sich nur, Gott, schön, endlich vorbei. Auch wenn man ungefähr eine Stunde später nochmal anfängt, neu zu rauchen, aber zum Ende hin, da war es wirklich schon so kräftig, dass man wirklich keine Lust mehr hatte, den zu rauchen. Und auch, dass er zum Ende schwach wird, also wird recht fad. Zwar kommt dann nochmal zum letzten Viertel, zum letzten Drittel, letzten Viertel so dazwischen, kommt nochmal, geht das Aroma ganz weg, dass man wirklich nur noch das Tabak, diesen Tabak hat, reinen Tabakgeschmack, ein bisschen Virginia auch, Geschmack, diese Süße. Und dann, je mehr man zum Ende kommt, ist dann wirklich finito, Ende. Da ist wirklich nichts mehr an Geschmack da und höchstens noch ein bisschen stärker und das war's. Und das ist schade, finde ich schade. Aber trotzdem, der Anfang und bis dahin, bis zum kurzen Ende, ist es super genialer Tabak, super lecker und ich werde ihn immer wieder rauchen, immer wieder gerne. Das Einzige, was wirklich stört, Manko ist jetzt sein Preis. Er ist natürlich nicht so schlimm wie meine Lieblings-Samuel Galvez-Tabake, aber für 50 Gramm, 9,50 € ist schon Batzen Geld. Also, kann ich mir auch nicht immer leisten, obwohl ich auch jetzt da immerhin sparen werde und wirklich sparsam auch bin bei dem. Aber es wird mir schwer fallen. Ja, ich glaube, damit ist erstmal alles gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich kann es euch nur ans Herz legen, probiert diesen Tabak, er ist super lecker und ich finde auch, dass er, wenn man so eine Gandalf-Pfeife hat oder eine ähnliche Lesepfeife, raucht in da drinne, das schmeckt echt genial aus und ich liebe das. Dieser Tabak ist Spitzenklasse. Also, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.